state your full name, please? Karl Otto Kurt Kaufmann. Will you take this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sage. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde. You must sit down. Herr Zeuge, Sie waren Gauleiter von 1925 bis 1928 im Gau Ruhr und von 1928 bis 1945 im Gau Hamburg. Jawohl. Wie viele Menschen lebten in diesen Gauen? Im Gau Ruhr schätzungsweise 7 bis 8 Millionen und im Gau Hamburg rund 1,8 Millionen. Haben Sie einen Überblick über die Verhältnisse in anderen Gauen? In etwa ja. Sie sind 1921 in die Partei eingetreten und nach der Auflösung der Partei erneut im Jahre 1925. Jawohl. In der Zwischenzeit waren Sie Arbeiter von 1921 bis 1925. Im Ruhrgebiet und in Oberbayern? Nein, von 1923 bis 1925. Wann ist nach der nationalsozialistischen Terminologie jemand ein politischer Leiter? Ein politischer Leiter ist er dann, wenn er dazu ernannt ist, im Besitz einer entsprechenden Urkunde ist und das Recht zum Tragen der Uniform besitzt. Gehörten die Block- und Zellenleiter zu den politischen Leitern? Jawohl. Wann? Dr. Servatius, will you give the ask the date of the witness's birth? Herr Zeuge, wann sind Sie geboren? Ich bin geboren am 10. Oktober 1900. Waren die Block- und Zellenleiter nicht eine andere Art politischer Leiter als die politischen Leiter in den höheren Stellen? Die Block- und Zellenleiter waren kleine ausführende Organe der Ortsgruppenleiter. Stand die Tätigkeit der Block- und Zellenleiter an Bedeutung unter der Tätigkeit der Amtsleiter in der Ortsgruppe, also des Stabs der Ortsgruppe? Unter den Amtsleitern der Ortsgruppe gab es wesentliche Aufgaben und unwesentliche Aufgaben. Die Amtsträger der wesentlichen Aufgaben waren wichtiger, während man sie gleichsetzen kann mit den Amtsträgern der nicht so wesentlichen Aufgaben. Waren die Block- und Zellenleiter nicht Hoheitsträger und als solche besonders wichtige politische Leiter? Ich habe bereits gesagt, sie waren zwar Hoheitsträger, aber lediglich kleine ausführende Organe des Ortsgruppenleiters. My Lord, my Lord, I wonder if I might make a suggestion for the consideration of the court. I think it would be more helpful if the translator could use the German term, because we're all used to it in this context, and we continue to use, say, Ortsgruppenleiter instead of leader of a local group, because when you use a term like local group, there may be some difficulty as to what the reference is. I just put it for the suggestion. It would personally be helpful to me. I don't know if the court would agree. Yes, certainly. Much obliged.
Worin bestand die allgemeine praktische Tätigkeit der politischen Leiter? Wie war es vor dem Kriege? Wie war es nach Beginn des Krieges? Die Tätigkeit der politischen Leiter richtete sich nach ihrem Amt. Es gab politische Leiter, die rein fachlich ausgerichtet waren. Und es gab politische Leiter, die mehr politische Führungsaufgaben hatten. Die Aufgaben vor der Machtübernahme bestanden wie bei jeder Partei im Wesentlichen darin, für die Idee zu werben, die Partei zu organisieren und bei Wahlkämpfen in der Bevölkerung Stimmen für den Erfolg der Partei zu werben. Nach der Machtübernahme bestand die wesentliche Tätigkeit der politischen Leiter zunächst in der sozialen Betreuung der Bevölkerung und in der Verwirklichung gesteckter sozialer Ziele. Daneben in Organisationsfragen, Schulungsaufgaben und Propagandafragen. Im Krieg wurden diese Aufgaben durch die Tatsache des Krieges bestimmt. Und zu den sozialen Aufgaben des Friedens kamen die großen Betreuungsaufgaben, die der Krieg und seine Ereignisse bedingte. Wie groß war die Zahl der politischen Leiter vor dem Kriege und im Kriege? Darüber kann ich nur Zahlen aus meinem Gau nennen. Ich schätze die Zahl der politischen Leiter im Gau Hamburg vor dem Kriege auf etwa 10.000. Ohne Gliederungen. Die Zahl ist durch die Einberufung im Kriege wesentlich beschränkt worden. Wie groß war in Ihrem Gau der Prozentsatz der politischen Leiter, die zum Wehrdienst einberufen wurden? Wenn ich von der Rüstung absehe, denn viele politische Leiter waren ja nur ehrenamtlich tätig, waren von der Partei im Höchstfalle bei Beginn des Krieges 10% UK gestellt. Also 19, im Gau geblieben? Jawohl. 1944 betrug diese Zahl der Jahrgänge 00 und jünger. Für die gesamte Partei in Hamburg noch 12. Ausgenommen Verwaltung und Rüstung. Wollen Sie sagen 12%? Nein, 12 Mann. 12 Mann? Jawohl. Und in Prozent ausgedrückt? Ich schätze, wir hatten noch 6.000 politische Leiter. Zum Stab der Gau-, Kreis- und Ortsgruppenleiter gehörten auch die Leiter der Fachämter. Hatten diese Amtswalter der Fachämter politische Führungsaufgaben? Nein, die große Masse der politischen Leiter in den Fachämtern war ausschließlich mit fachlichen Aufgaben ihrer Organisationen beschäftigt. Nahmen die Amtsträger der Fachämter an allen Stabsbesprechungen teil? Oder wurde zwischen engerem und weiterem Stab unterschieden? Das richtete sich nach dem Besprechungsgegenstand. War er von politisch allgemeinem Interesse? Wurde der Kreis großgezogen? War es eine Besprechung, die nur spezielle Ämter anging? Wurde der Kreis auf diese beschränkt? Erfolgte die Übernahme eines Amtes als politischer Leiter freiwillig? Oder aufgrund einer Verpflichtung oder eines Zwangs? Auch da, muss,
Auch da muss man Zeiten unterscheiden. Vor der Machtübernahme selbstverständlich freiwillig. Nach der Machtübernahme bestand an sich für jeden Parteigenossen die Verpflichtung, grundsätzlich mitzuarbeiten. Ich persönlich habe darauf Wert gelegt, das Prinzip der Freiwilligkeit im GAU unter allen Umständen aufrechtzuerhalten, weil ich mir verständlicherweise aus einer gezwungenen Mitarbeit keinerlei politischen Erfolg versprach. Ich weiß, dass es in anderen Gauen ähnlich gehandhabt worden ist. Warum lehnten Parteimitglieder aber die Übernahme von ehrenamtlichen Stellen als politische Leiter ab? Geschah dies aus politischen Gründen oder aus persönlichen Gründen? Die Gründe waren verschieden. Die einen lehnten ab, weil sie beruflich überlastet waren. Das gilt vor allen Dingen für manche Berufe im Kriege. Und andere lehnten ab, weil sie sich politisch nicht exponieren wollten. Worin bestand die Tätigkeit der Blockleiter? Die Blockleiter waren die Assistenten des Ortsgruppenleiters. Wenn also sich die Notwendigkeit erwies, im Frieden und im Krieg an die Bevölkerung heranzutreten. Und das war im Wesentlichen der Fall bei betreuenden Maßnahmen. Bediente sich der Ortsgruppenleiter, der Blockleiter. Im GAU Hamburg waren die Block- und Zellenleiter wie die ganze Partei. In Krieg und Frieden, mit dem Schwerpunkt auf soziale Arbeit und Betreuungstätigkeit ausgerichtet. Woher bekamen die Gauleiter ihre Anweisungen? Die Gauleiter erhielten ihre Anweisungen vom Führer. Sie waren dem Führer direkt unterstellt. In seinem Auftrage vom Stellvertreter des Führers. Und in manchen Fällen von der Parteikanzlei, im Auftrage des Führers. Konnten die Reichsleiter den Gauleitern ebenfalls Anweisungen geben? Nein. Die Reichsleiter waren beschränkt auf ihre in den Gauen befindlichen Fachämter. Der Gauleiter hatte das Recht, Maßnahmen, die von der Reichsleitung auf diesem Wege kamen, anzuhalten, wenn er sie für unzweckmäßig hielt. Im Differenzfall entschied der Stellvertreter des Führers oder der Führer selbst. Wie erfolgte die Unterrichtung der Gauleiter über die politischen Absichten und Maßnahmen? Die grundsätzlichen politischen Absichten und Maßnahmen des Führers waren uns durch Parteiprogramm und teilweise durch sein Buch Mein Kampf bekannt. In dieser Beziehung erfolgte auch die propagandistische und schulungsmäßige Unterrichtung unserer Mitarbeiter. Nach der Machtübernahme sind die Gauleiter von beabsichtigten politischen Aktionen, vor allen Dingen außenpolitischer, aber auch innenpolitischer Art, nur immer nach erfolgter Aktion unterrichtet und informiert worden. Gab es Anordnungen, Anweisungen, Besprechungen? Was können Sie darüber sagen? Es gab Besprechungen, die verhältnismäßig sehr selten stattfanden.
In welcher Form fanden diese Besprechungen statt? Für die Parteiführung in der Form von Reichsleiter- und Gauleiterbesprechungen. Ich muss mich berichten, nicht Besprechungen, sondern Tagungen. Worin sehen Sie den Unterschied zwischen einer Besprechung und einer Tagung? In der Besprechung sehe ich die Möglichkeit der Diskussion. Diese Diskussionsmöglichkeit auf Führerbesprechungen hat etwa bestanden, uneingeschränkt, bis zum Weggang von Strasser 1932. Beschränkt bis zum Weggang von Hess. Und war ausgeschlossen, nachdem Hess nicht mehr da war. Von diesem Zeitpunkt an waren die Tagungen ausschließlich Befehlsausgaben, auf denen Möglichkeiten zur Diskussion oder zu Anfragen nicht mehr gegeben waren. Diese Tagungen wurden von Bormann geleitet. Der andere Weg war der Weg der Rundschreiben. Auf diesem Weg der Rundschreiben, die zunächst über den Weg des Stellvertreters des Führers kamen, später über den Weg der Parteikanzlei, wurden uns entweder direkte Anordnungen des Führers oder solche im Namen des Führers übermittelt. Das war im Wesentlichen der Befehlsweg, der bei uns üblich war. Fanden Besprechungen mit den Reichsleitern statt? Ich entsinne keiner Besprechung, auf der alle Gauleiter anwesend gewesen wären mit einem Reichsleiter. Hatten führende politische Leiter besondere Aufgaben, die außerhalb ihrer Tätigkeit als politische Leiter lagen? Es gab hohe Funktionäre der Partei, die neben ihrem Parteiamt staatliche und andere Ämter hatten. Es gab auch solche, die ausschließlich auf ihr Parteiamt beschränkt waren. Welches war der Inhalt der Weisungen, die die politischen Leiter auf dem parteiamtlichen Wege erhielten? Muss man verschiedene Zeiten unterscheiden? Bis zur Machtergreifung, bis zum Kriege und im Kriege? Die Frage habe ich zum Teil bereits beantwortet. Ich kann kurz zusammenfassen. Vor dem Kriege, organisatorischer, propagandistischer Art. Und im Kriege, bedingt durch die Aufgaben des Krieges, im Wesentlichen Betreuungsaufgaben. Haben die politischen Leiter Anweisungen zu Punkt 1 des Parteiprogramms erhalten, der praktisch den Anschluss Österreichs an Deutschland mitenthält? Und bezogen sich solche Anweisungen auf die Vorbereitung eines Angriffskrieges? Die politischen Leiter sind über den Anschluss Österreichs, den Weg, wie das geschah, und den Termin in keiner Weise unterrichtet gewesen. Der Anschluss Österreichs war natürlich ein Ziel der Partei. Und zwar deshalb, weil der Anschlusswille Österreichs seit 1918 durch das Gesetz des damaligen Kanzlers Renner, durch das Abstimmungsergebnis 21 der Bundesstaaten Salzburg und Tirol und dann später durch die österreichische Reaktion auf den Einmarsch bzw. Anschluss den politischen Leitern bekannt war oder geworden ist. Haben Sie Anweisungen zu Punkt 2 des Parteiprogramms erhalten,
der sich auf die Aufhebung des Versailler Vertrags bezieht, bezogen sich diese Anweisungen auf die Vorbereitung eines Angriffskrieges. Die Revision des Versailler Vertrages, und ich betone Revision, war ein Bestandteil unserer politischen Zielsetzung. Die politischen Leiter waren vor dem Krieg und auch vor der Machtübernahme der festen Überzeugung, dass dieses Ziel auf revisionistischem Weg, das heißt auf dem Verhandlungsweg, erreicht werden müsse. Eine andere Instruktion über Methoden, dieses Ziel zu erreichen, haben die politischen Leiter in der ganzen Zeit vor dem Kriege nie bekommen. Haben Sie Anweisungen zu Punkt 3 des Programms erhalten, der Land und Boden zur Ansiedlung fordert? Bezogen sich solche Anweisungen auf die Vorbereitung eines Angriffskrieges? Dieser Programmpunkt, ich glaube, es ist ein Programmpunkt, ist von den politischen Leitern verstanden worden und sie sind auch dahingehend belehrt worden, dass hiermit verstanden sein soll die Rückgabe der deutschen Kolonien. Die Diskussionen über andere Gebiete sind nicht vor dem Krieg, sondern im Krieg entstanden. Ich betone als Diskussion. Welche Anweisungen haben Sie zur Judenfrage erhalten, die in den Punkten 4 bis 8 des Programms behandelt wird? Bezogen sich solche Anweisungen auf Beseitigung der Juden, weil sie einem Angriffskrieg hinderlich waren? Die Programmpunkte der Judenfrage standen fest. Die Auffassung über die Judenfrage war sehr verschieden. Die politischen Leiter, mit denen ich Verbindung gehabt habe, sind jedenfalls von mir in der Auslegung dieses Programmpunktes dahingehend unterrichtet worden, dass diese Frage nur auf einem konstruktiven Weg zu lösen sei. Das heißt, durch eine grundsätzliche Änderung des bestehenden Systems. Mit einem Angriffskrieg hat Schulung und Propaganda über diesen Punkt nie etwas zu tun gehabt. Welche Anweisungen erhielten Sie zur Kirchenfrage? Das ist der Punkt 24 des Parteiprogramms. Bekamen Sie Anweisungen, die Kirche als Kriegsgegner auszuschalten? Eine solche Anweisung und auch mit dieser Begründung habe ich niemals erhalten, auch meine politischen Leiter nicht. Für die politischen Leiter ist bis zum Schluss, trotz der Auslegung, die verschiedene Persönlichkeiten der Partei diesen Punkt gegeben haben, der Programmpunkt des Bekenntnisses zum positiven Christentum verbindlich gewesen. Das beweist, dass selbst die Masse der politischen Leiter Mitglieder der Kirche waren und blieben. Welche Anweisungen erhielten Sie zu Punkt 25 des Parteiprogramms für die Auflösung der Gewerkschaften? Sollten diese als Kriegsgegner beseitigt werden? Nein. Ich habe in der wir haben, das heißt meine politischen Leiter auch, haben in der Auflösung der Gewerkschaften nur einen demonstrativen Akt einer organisch vor sich gehenden Entwicklung gesehen. Die Masse der Gewerkschaftsmitglieder war bereits vor der Auflösung der Gewerkschaften Mitglieder der NSBO und damit der Nationalsozialistischen Arbeiterorganisation geworden. Ich bitte Sie abzubrechen. Der Zeuge Hupfauer wird zu diesem Thema näher vernommen werden.
ist nicht tatsächlich der Anschluss Österreichs durch Einmarsch der deutschen Truppen erfolgt und haben die politischen Leiter dies gebilligt? Ich habe bereits erwähnt, dass die politischen Leiter weder informiert noch befragt worden sind über den Einmarsch deutscher Truppen in Österreich. Dass sie den Anschluss begrüßt haben, umso mehr als geschichtlich offenkundig der Wille der österreichischen Bevölkerung sich mit diesem Akt deckte. Ist nicht tatsächlich Elsaß-Lothringen wieder dem Deutschen Reich angegliedert worden? Und haben die politischen Leiter dies gebilligt? Die Frage der Eingliederung von strittigen Gebieten ist eine Frage der Friedensverträge. Die politischen Leiter waren der Überzeugung, dass Elsaß-Lothringen für die Dauer des Krieges unter einer besonderen deutschen Zivilverwaltung standen und dass nach siegreichem Krieg durchaus in den Bereich der deutschen Forderungen die Angliederung dieses Gebiets an das Deutsche Reich ebenso erwogen werden konnte oder würde, wie dies nach dem Ersten Weltkrieg im umgekehrten Falle geschehen war. Sind nicht tatsächlich im Osten die besetzten Gebiete als Lebensraum beansprucht worden und haben die politischen Leiter dies gebilligt? Der Krieg gegen Russland ist den politischen Leitern von der politischen Führung als Präventivkrieg geschildert worden. Aus dieser Tatsache geht hervor, dass eine solche Begründung, jedenfalls zu Beginn dieses Krieges, in der Information an die politischen Leiter mit Annexionsabsichten nicht verbunden war. Sind nicht tatsächlich die Kirchen verfolgt worden und haben die politischen Leiter dies gebilligt? Es ist durchaus möglich, dass trotz des Programmpunktes, dass sich die Partei zum positiven Christentum bekennt, in einzelnen Gauen von diesem Programmpunkt abgewichen ist und die Kirche in diesen Gauen einigen Verfolgungen ausgesetzt war. Der Führer selbst ist in seinen Verlautbarungen nie von dem Grundsatz des Programms abgegangen. Sie haben also diese Verfolgungen nicht gebilligt? Ich habe diese Verfolgungen nicht nur nicht gebilligt, sondern für meinen Gau verboten. Sind nicht tatsächlich die Gewerkschaften beseitigt worden? Und haben die politischen Leiter dies nicht gebilligt? Die politischen Leiter haben mit mir in der Deutschen Arbeitsfront die Entwicklung zu einer großen Einheitsgewerkschaft gesehen. Und wenn irgendwo Zweifel waren, dann haben die sozialen Leistungen für den deutschen Arbeiter die Zweifler beruhigt. Waren die politischen Ziele, die so verwirklicht wurden, nicht bereits als Ziele in dem Buch Mein Kampf enthalten und somit als Ziele den politischen Leitern allgemein bekannt und von ihnen gebilligt? Das Buch Mein Kampf ist sicher einem Teil der politischen Leiter bekannt. Ebenso das Parteiprogramm. Die Auffassung zu beiden ist auch in der NSDAP so gewesen, wie in allen anderen Parteien. Die einen Punkte bejaht man, sie sind der Grund des Beitritts,
Die anderen Punkte interessieren nicht. Und eine dritte Reihe von Programmpunkten können sogar abgelehnt werden. In jeder Partei und auch in der NSDAP ist um die letzte Zielsetzung und auch um die Wege geistig gerungen worden. Und dieser Prozess war keineswegs beendet. Gab es also in der Partei verschiedene Richtungen? In wesentlichen Fragen der Auslegung der Programmpunkte, jawohl. Was für Gruppen waren das? Ich möchte drei große Gruppen unterscheiden. Die sozialistische Gruppe, die nach meiner Auffassung die Masse der Mitglieder und Anhänger ausmachte. Eine mehr nationalistische Gruppe und eine negativ antisemitische Gruppe. Was verstehen Sie unter negativ antisemitischer Gruppe? Ist das die Richtung Streicher? Wenn Sie mich fragen, jawohl. Welcher politischen Richtung gehörten Sie in der Partei an? Ich war und bin Sozialist. Und welcher Gruppe gehörten die Reichsleiter in der überwiegenden Mehrzahl an? Das ist sehr schwer zu sagen. Die Gauleiter. Die Gauleiter aus den betonten Industriegebieten waren zum größeren Teil Sozialisten. Bachner, Bochum und Birkel Saarpfalz kenne ich als solche. Und bei den Kreisleitern, wie stand es da? Das hing im Wesentlichen von der Struktur ihres Heimatgebietes ab. Dasselbe gilt für Ortsgruppenleiter, Block- und Zellenleiter. Das gilt für die Masse der politischen Leiter und für die Masse der Parteigenossen. Welches war der politische Einfluss der verschiedenen Gruppen? Wo lag das Schwergewicht? Die antisemitische Gruppe, die nationale Gruppe oder die soziale Gruppe? Das ist sehr schwer zu sagen. Wenn Sie von Einfluss sprechen, so unterstelle ich, dass die Masse der Parteigenossen wie ich an dem sozialistischen Wollen des Führers geglaubt haben. Dass in seiner Umgebung auch Männer waren, denen der Sozialismus weniger am Herzen lag als andere Ziele, erscheint mir wahrscheinlich. Waren Sie mit der Parteiführung einverstanden als Sozialist? Ich war mit den sozialistischen Zielsetzungen des Führers durchaus einverstanden. Dagegen mit manchen Männern in führenden Stellungen und deren Auffassungen nicht. Warum sind Sie und andere politische Leiter, die mit diesen Zielen in manchen Fragen nicht einverstanden waren, im Amt verblieben, als Sie sahen, dass der Schwerpunkt der Politik von den sozialen Gebieten wegging und Kirchenverfolgung, Judenverfolgung einsetzte? Ich habe zunächst in keinem Zeitpunkt bis zum Zusammenbruch und mit mir meiner Mitarbeiter den Eindruck gehabt, dass die sozialistische Zielsetzung aufgegeben war. Ich habe bereits betont, dass wenn ein alter Nationalsozialist 25 Jahre fast für eine Partei gewirkt hat, es seine Pflicht ist, für die Durchsetzung der Ziele in seinem Sinne bis zur letzten Möglichkeit zu kämpfen.
Und das ist nicht möglich außerhalb der Partei, sondern nur innerhalb der Partei. Das ist einer der wesentlichen Gründe, weshalb ich in der Partei geblieben bin. Wie erfolgte die Unterrichtung der unterstellten Kreis- und Ortsgruppenleiter? In der Beantwortung dieser Frage muss man einen Unterschied machen zwischen den Stadtgauen auf der einen Seite und den Provinzgauen auf der anderen Seite. Im Stadtgau Hamburg wurden die politischen Leiter sehr häufig zusammengerufen und erhielten mündlich ihre Instruktionen und Ausrichtungen. Im Provinzgau geschah dies meist aus Gründen der Entfernung auf schriftlichem Wege. Also ihre Ausrichtung und Unterrichtung geschah schriftlich und mündlich. Wurden die Kreisleiter im gleichen Umfang unterrichtet wie die Gauleiter oder erhielten sie nur Kenntnis von weniger wichtigen Dingen? Bis zum Beginn des Krieges entsinne ich keinen Fall, wo meine Kreisleiter, und ich nehme an, das war in den anderen Gauen ähnlich, nicht alles erfahren haben, was ich wusste. Im Kriege war das aus Geheimhaltungsgründen etwas anders. Haben die politischen Leiter Anweisungen erhalten, Kriegsverbrechen zu begehen oder zu dulden? Wie verhält es sich mit dem Lynchen von Tieffliegern? Solche Befehle, wie Sie, Herr Rechtsanwalt, Sie hier ansprechen, sind mir in direkter Form, das heißt in einer direkten Aufforderung, nicht bekannt. Ich nehme an, Sie sprechen erstens von dem Zeitungsartikel des ehemaligen Reichsministers Dr. Goebbels, zweitens von dem bekannten Erlass des Reichsführers SS an die Polizei und drittens von dem wiederholt erwähnten Rundschreiben des Reichsleiters Bormann. Jawohl. Diese Befehle erhielten keine klare Formulierung im Sinne Ihrer Frage. Ich gebe zu, dass sie in der Auslegung zu einer Entwicklung führen konnten, die dann zu den hier in Frage stehenden Taten im Einzelnen geführt haben. Explain it briefly. Jawohl. Die Konzentrationslager sind in ihrer ganzen Entstehungsgeschichte und in ihrer Handhabung völlig außerhalb jeder Orientierung und jedes Einflusses bezüglich der politischen Leiter gewesen. Sie hatten also keinerlei Befugnisse gegenüber den Konzentrationslagern und keinerlei Einblick, was in denselben tatsächlich geschah. Ich selbst musste, wenn ich ein Lager betreten wollte, eine besondere schriftliche Genehmigung des Reichssicherheitshauptamtes haben. Ich glaube, dass das als Erklärung genügt. Sind nicht tatsächlich Flieger gelünscht worden? Und war das nicht so offenkundig, dass jeder politische Leiter dies wusste und durch sein Verhalten im Amt dies billigte? Ich habe bereits erklärt, dass im Gaugebiet Hamburg solche Dinge nicht passiert sind. Und da ich selbst erst während meiner Gefangenschaft von solchen Fällen erfahren habe, muss ich ohne weiteres annehmen, dass meine politischen Leiter gleich mir von diesen Dingen
erst in der Gefangenschaft erfahren haben. War nicht die schlechte Behandlung der Fremdarbeiter im ganzen Reich so offenkundig, dass jeder politische Leiter es wissen musste und durch sein Verbleiben im Amt billigte? Die politischen Leiter waren vor allen Dingen im Krieg ortsgebunden. Sie konnten also ausschließlich nur ihren Tätigkeitsbereich übersehen. Und was ich von diesen Lagern gesehen habe und meine politischen Leiter in Hamburg, ist nur positiv gewesen. Die Kreisleiter waren ja verpflichtet, da wo Mängel und Missstände waren, mit der Arbeitsfront und Betriebsführer diese sofort abzustellen. Wie war das Verhältnis der politischen Leiter zu den staatlichen Organisationen, Verwaltungen und Einrichtungen? Die Funktionen waren, soweit nicht Personalunion für einzelne bestand, vollkommen voneinander geschieden und getrennt. In welchem Verhältnis standen die politischen Leiter zur SA und zur allgemeinen SS? SA und allgemeine SS waren selbstständige Gliederungen mit eigenen Befehlsverhältnissen. Sie konnten von den politischen Leitern zur Unterstützung ihrer Arbeit angefordert werden. Hatten die politischen Leiter eine eigene Exekutivgewalt? Keineswegs. Soweit sie keinerlei staatliche Funktion hatten, waren sie, wie gesagt, auf ihr Parteigebiet ausschließlich beschränkt. Konnten die politischen Leiter der Gestapo oder dem SD Weisungen geben? Das ergibt sich schon aus der Beantwortung der vorigen Frage. Dass aber bei der Staatspolizei und dem SD die Wachsamkeit über die eigene Organisation noch stärker war als bei der übrigen Verwaltung, war für alle selbstverständlich. Herr Zeuge, wie standen Sie zum Führer? Ich habe den Führer in den ersten Jahren verehrt, später verehrt, aber in vielem nicht mehr verstanden. Und das, was heute als Maßnahmen dem Führer unterstellt wird, früher nicht für möglich gehalten. Kann man die politischen Leiter im Wesentlichen als gutgläubig bezeichnen, die an Hitler als ein Idealbild geglaubt haben und keine Kenntnis von den Vorfällen der Judenausrottung und anderem hatten? In richtiger Beurteilung ihrer Funktionen, ihrer Gesinnung und dessen, was sie wissen mussten, beziehungsweise wissen konnten, muss den politischen Leitern diese Gutgläubigkeit nach meiner Auffassung unbeschränkt unterstellt werden. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Honorable adjourned. Hello, Sergeant Kern.